Ich möchte, dass du das einmal gar... Das war zu schwer. Wie ist das denn? Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Ja, herzlich willkommen, Sandra, in meiner Tanzschule Hijo de la Noche. Gesundheit. Du hast gebucht eine Einzelstunde. Oh Gott, Sandra, das wird schlimm. Das Tanztraining. Erzähl doch mal, warum möchtest du die großartige Kunst des Tanzen lernen? Weil sie nichts anderes als auch Käse im Kopf hat. Ich will einen Typen rumkriegen. Mich wollen. Ich glaube, dazu brauchst du nicht unbedingt tanzen müssen. Ich will auch immer alle rumkriegen, aber das Einzige, was mich erfüllt, ist der Tanz. Bei mir ist es Schokolade. Und es heißt einzig Käse. Also kurz nebenbei. Sandra, wie sieht das aus? Treibst du regelmäßig Sport? Zählt Sex auch dazu? Aber natürlich. Dann nicht. Hä? Warum? Komm. Sandra, wann erzähl doch mal, wie war deine letzte Sporterfahrung? 20 Minuten laufen, 10 Minuten Defibrillator, 3 Tage Krankenhaus. Gut, du machst also eh... Was war da wohl los? Eher selten Sport. Natürlich! Soll ja was Besonderes bleiben. Was für ein... Na gut, hat ausnahmsweise... Warum ist mir das in der Schule nicht eingefallen? Na, Tanz möchtest du denn heute lernen? Irgendwas, das Sascha so sagt... Boah, ey, ist die geil. Aha. Wie wär's mit ein bisschen Rumba? Nein, danke, so früh trinke ich noch keinen Alkohol. Sandra, ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem... Was macht die in der Tanzschule, Mann? ...einem kleinen Partnertanz. Oh. Mit Anfassen und so? Ja, was denn? Willst du, Sascha, mit 1 Meter Abstand tanzen oder was? Gut, bei Corona musst du wohl mit 1,5 Abstand tanzen mit deinen... Das wird schwierige Tänze, also. Natürlich, Sandra. So kannst du Sascha doch am besten verführen. Ist ein Argument. Also, Sandra, wir beginnen mit einem ganz einfachen Grundschritt. Du machst mir einfach nach. Schritt zur Seite. Vorne und die Pause. Schritt nach hinten, Seite. Okay. Ich möchte, dass du das einmal gar... Das war zu schwer. Wie ist das denn passiert? Das ist... Die sollte bloß ein paar Schritte machen und verknotet sich in der halben Wirbelsäule. Oh Gott, ich scheiß mich ein. Sandra, ich glaube, wir sollten eine kleine Pause machen. Ja, das ist lustig. Rumba, ey. Du kriegst doch nie Sascha rum. Ich will sexy tanzen. Wie kann man denn sexy tanzen? Na, mein Gott sei Dank, ich habe eine falsche Kontonummer angegeben, so kann er kein Geld abbuchen. Hm? Oh. So viel zum Thema Einzelstunde. Sandra denkt sich bestimmt auch gerade, warum sehen die alle geiler aus als ich. Entschuldigung. Ja? Der Tanzlehrer, ne? Voll der Trottel, oder? Das ist gut, so ein erstes Gespräch zu beginnen. Perfekt. Das ist mein Onkel. Gefällt auf am feinsten. Das kann nur Sandra. Scheiße. Nein, komm, lass uns tanzen. Tanz mal eure dämliche Rumba. Voll der Opa-Tanz, ey. Da kannst du eh niemanden mit ins Bett. Ja, Sandra, so kriegst du's hin. Ich will nicht wissen, wie lange die gebraucht haben, damit das endlich mal perfekt läuft. Okay, Mädels, also ich weiß, wir hatten einen schwierigen Start, aber genauso wie ihr tanzt, will ich auch tanzen. Kannst du überhaupt tanzen? Hä, deswegen ist sie doch dort, um das zu lernen. Das war jetzt eine blöde Frage. Ich tanze so schlecht, dass meine Freundin in der Waldorfschule dachte, mein Name wäre Renate. Sorry, wir haben echt Besseres zu tun. Mädels, ihr versteht nicht. Es geht hier um die Liebe. Es geht um Sascha. Ich versuche seit 11 Jahren, dein Herz zu gewinnen. Tanz ist die letzte Chance, denn... Hat die schon versucht, im Kindergarten den rumzukriegen? Er leidet an einer unheilbaren Krankheit. Ich will noch einmal für ihn tanzen, nur ein allerletztes Mal. Bevor er für immer seine Augen schließt. Oh Gott, Sandra, ist das wirklich wahr? Jo. Okay, Sandra. Wir haben 3 Stunden Zeit. Jo. Wir machen aus dir die beste Tänzerin, die es gibt.
Die hat wohl vergessen, dass es hier um Sandra geht. Dann lege man noch 2-0 mit dran. Let's go. 3 Stunden. Okay, später. Sandra. Choreo, hast du drauf? Ja. Are you ready? Ja. Are you ready? Ja. 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott. Ich habe 3 verfickte Stunden gebraucht, doch jetzt habe ich den Choreo endlich drauf. Ja. Die 2 Schritte, das war jetzt alles? Das ist jetzt der Tanz für Sascha? Was? Und deswegen feiern die sich so? Oh Gott, ist das schlimm. Oh Gott, das kriegt noch Sandra hin. Scheiß mich ein. Ja. Jo. Vielen Dank fürs... Oh Gott, die hat neue Träume, oder was? Oh Gott, ich scheiß mich ein. Oh Gott, das kriegt nur Sandra hin. Oh Gott, nein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.